Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steel Talk, in diesem Falle mit der Homestagerin Anke Lachmuth aus Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Anke. Hallo Annette, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür gefunden hast. Denn wer so ein bisschen den Markt vom Homestaging kennt oder ein bisschen im Bereich Wohnimmobilien unterwegs ist, der weiß, dass Anke Lachmuth eigentlich zu den Homestagerinnen in Deutschland gehört. Sie hat viele Auszeichnungen schon erhalten und ist wirklich eine gefragte Frau. Und deswegen vielen Dank nochmal, dass wir diese Minuten jetzt haben, um einfach mal das Thema darzustellen. Liebe Anke, wie gesagt, du hast schon viele Auszeichnungen bekommen. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute sich sagen, erklär doch erstmal den Begriff des Homestagings. Was bedeutet das eigentlich? Mein Anliegen ist, dass wenn Immobilien verkauft werden, dass sie so schön wie möglich präsentiert werden, weil ich bin der Meinung, dass jeder Raum, jedes Haus muss für sich betrachtet werden. Und jeder Raum, jedes Haus braucht was anderes. Wenn ich aber verkaufen möchte, dann möchte ich es eigentlich einer großen Zielgruppe öffnen, dann muss es für alle ansprechend sein. Und die meisten Menschen können sich leider überhaupt nicht vorstellen, wie eine leere Wohnung möbliert aussieht und welches Potenzial eigentlich da drin steckt, weil man auch die Größenverhältnisse verliert, Das heißt, wenn man deine einen Kunden. Liebe Anke, deine Kunden sind praktisch die Immobilienbesitzer, die jetzt daran denken, ihre Immobilie zu verkaufen oder zu Genau. vermieten und denen natürlich schon daran gelegen ist, diese Immobilie im schönsten Gewand zu präsentieren, damit ein höherer Verkaufserlös oder vielleicht eine höhere Miete erzielt werden kann. Absolut. Also ich arbeite sogar mit bewohnten Immobilien. Also ich arbeite mit Maklern und Eigentümern zusammen. Manche Eigentümer möchten ohne Makler verkaufen. Das kann ich verstehen. Das begrüße ich nicht immer, weil ich glaube, das macht schon Sinn, über einen Makler zu verkaufen. Ich setze mich dann mit den Parteien zusammen hin und schaue mir die Immobilie einmal an und wir überlegen dann, wie wir am besten in die Vermarktung gehen können, was diese Immobilie eigentlich braucht, damit sie sich im besten Licht präsentiert und damit sie möglichst für viele Leute ansprechend wirkt. Ich Das möchte ganz gerne mit einem Homestaging ein Bedürfnis erwecken, ja, diese Immobilie oder dieses neue Zuhause zu kaufen. Und damit mache ich es eigentlich den Betrachtern auch leicht. Okay, und du gehst dann also ins Gespräch mit den Kunden und überlegst, welche Zielgruppe habt ihr im Blick und hast dann wahrscheinlich, oder erzähl du mal, so ein Lager an Möbeln und Wohnaccessoires zur Hand und fängst dann an, diese Wohnung neu zu stylen oder das Absolut. Also Haus. das Erste, was ich brauche, ist das Gefühl zum Haus oder zu der Wohnung. Was braucht diese Wohnung? Was braucht das Haus von mir? Wo schaue ich aus dem Fenster hin? Welche Farbrichtung könnte ich geben? Und dann plane ich das so ein bisschen am Schreibtisch, gehe dann aber meistens in mein Lager und lasse mich inspirieren. Ich habe ein sehr, sehr großes Lager, ein 300 Quadratmeter Lager, und schaue mir einfach an, welche Möbel würden passen für dieses Haus, diese Wohnung, um bestmöglich zu präsentieren und zu vermarkten? Jetzt haben wir ja schon von den Auszeichnungen gesprochen. Gibt es da ein Projekt, wo du irgendwie vielleicht sogar darauf hinweisen kannst und wo du selbst erstaunt warst zu sehen, mit welchem höheren Verkaufserlös dann auch in dem Absolut. Also Fall? ich erzähle immer gerne die Geschichte aus Wellingsbüttel vom Alsterstieg. Da gab es ein Haus, was nur halb fertig war. Es gab einen alten Grundstock an Haus und es gab einen Neubau dran, der aber noch nicht fertiggestellt war. Aus irgendwelchen Gründen ging es nicht weiter. Und ich wurde dann dazugeholt und habe gedacht, du liebe Zeit, was mache ich damit? Der angesetzte Preis lag bei 900.000. Wir haben verkauft für 1.050.000. Also wir haben quasi 150.000 Euro mit einem Einsatz von 30.000 Euro circa rausgeholt. Also da sieht man mal, was drin sein kann, wenn es richtig präsentiert ist. Und gerade bei Problemimmobilien zu dunkel, zu klein, zu verschachtelt, da gibt es ganz viele Komponenten, die wir beachten, macht es total Sinn, ein Homestaging einzusetzen. Und wo wir jetzt davon sprechen, dass ein Mehrerlös, ein sehr hoher Mehrerlös, den du da erzielen Ja. konntest, wie wirst du dabei honoriert? Ich erstelle ein Angebot, was sich splittet halt in mein Honorar, in Leihgebühr für Möbel und in die Logistik, weil wir brauchen natürlich auch viele Leute im Hintergrund, die mittragen, die Lampen mit anbringen, etc., Bilder anbringen können und so weiter. Also das splittet sich in drei Staffelungen auf und ja.
Dann ist es quasi so, dass die Möbel gemietet werden für eine gewisse Dauer. Ja. Wir sind immer so von 3 Monaten ausgegangen. Der Markt ist im Moment ja so ein bisschen schlechter unterwegs. Also wir brauchen so ein bisschen länger, um eine Immobilie zu verkaufen. Und haben dann so 3 bis 6 Monate einmal angesetzt, um die Möbel zu leihen. Darüber gibt es einen Leihpreis. Ist die Ja. Immobilie dann verkauft, wird wieder geräumt und die Möbel gehen wieder zurück in mein Lager. Aber sehr oft könnte ich mir vorstellen, ich meine, du präsentierst die Räume ja so schön, dass viele Leute sofort reinkommen und sagen, genau so möchte ich jetzt auch leben. Das sieht man auch auf deiner Genau. Webseite, wo die Referenzen hinterlegt sind. Gibt es da die Möglichkeit für Kunden zu sagen, können wir bitte das Bett behalten, das Sofa? Wie gehst du damit um mit diesen? Ja, also das passiert ganz oft und ich habe mich schon inzwischen darauf eingestellt, dass das passieren kann und Ja. bin absolut bereit, auch Möbel zu verkaufen, abzugeben, weil ich auch ein sehr großer Freund davon bin, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das heißt, ich möchte jetzt Möbel nicht jahrelang behalten, sondern möchte gerne immer den neuesten Trends folgen und das immer passend einrichten. Da bin ich auch, glaube ich, so ein bisschen geprägt durch meine lange Zeit als Werberin. Ja. Wo ich halt für Filmproduktion und Werbung gearbeitet habe. Und ich habe einfach gelernt, die Bedürfnisse der Menschen zu ergreifen und zu erspüren und daraufhin dann mein Konzept umzusetzen. Und das funktioniert ganz gut, weil ich natürlich Begehrlichkeiten wecke dadurch, wie Räume aussehen und Ja, Leute dann ja. ganz gerne auch einfach so einziehen wollen würden. Sag mal, das Thema Ferienimmobilien ist da ja Ja. auch, spielt ja da eine große Rolle, ne? Absolut. Also ich versetze mich immer in die Lage auch des Kunden, des Gastes, wenn Ja. ich in eine leere Wohnung gehe und versuche zu visualisieren, wie würde ich mich denn hier am wohlsten fühlen, wenn ich schon viel Geld für einen Urlaub ausgebe. Ja. Und mir persönlich ist es natürlich auch wichtig, dass ich mich vom Rest des Marktes abhebe mit meinen Projekten, was ich durchaus tue, weil ich glaube, das, was ich schaffe, sind Unikate. Ja. Die gibt es sonst nirgendwo mehr. Es gibt natürlich Wohnungseinrichter und Möbelhäuser, die auch Immobilien einrichten. Aber das Besondere ist halt, dass ich den Kunden oder den Gast persönlich mit etwas anspreche. Und wenn es eine schöne Haptik von einem Stoff ist oder tolle seidige Vorhänge sind, ich arbeite sehr, sehr viel mit schönen Auch Materialien. mit spannenden Tapeten, ne? Also im Hintergrund sehe ich Absolut. auch, das ist Wie man jetzt. im Hintergrund sieht, das ist der Flur einer Immobilie in Olpenitz, Ja. in der Ostsee. Und da wollte ich wirklich was Besonderes schaffen. Also die Kundin war sehr offen und hat gesagt, du kannst alles machen, was du möchtest. Das darf auch gerne verrückt sein. Und ich hatte diese Tapete gefunden und dachte so, ja, ich möchte diese schwimmenden Fische im Flur haben. Ja, Ich finde es cool. toll, wenn du reinkommst und fühlst dich wie im Aquarium. Ja. Sag mal, Und das ist doch die ja, Wohnung, für die du auch ausgezeichnet worden ganz bist, genau. ne? Also diese Wohnung, da bin ich im letzten Jahr für, habe ich den ersten Preis bekommen Oh, für toll. Ferienimmobilie und Redesign. Und das ist für mich so ein Herzensthema, weil die Tür geht erst zu. Wenn ich wirklich hundertprozentig ganz happy bin mit dem Ergebnis und so Schön. lange wird hin und her probiert und Jetzt ja, hast du die noch mal ein Ergebnisse sprechen für sich. wichtiges Stichwort angesprochen, das Redesign. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Genau. Wir haben jetzt eigentlich vom Homestaging gesprochen und jetzt musst du noch mal erklären, was das Redesign in einer Genau, also Immobilie ich bedeutet. unterteile das, die Grenzen sind so ein bisschen fließend, aber das Homestaging ist für mich eine Immobilie auf die Bühne bringen, deshalb Staging. Und beim Redesign ist es so, dass ich, wenn ich in Wohnungen komme und Leute mich fragen, ob ich für sie auch Einrichtungen machen kann, dass ich dann schaue, mit welchen Möbelstücken könnte ich denn noch weiterarbeiten, selbst wenn ich das hier neu inszeniere. Weil Ja, manche haben Lieblingsstücke und würden die gerne behalten. richtig, Dann sage ich, richtig. das ist gar kein Problem. Aber dann werde ich mich mit dem Möbelstück, das muss ich dann so ein bisschen durch den Raum ziehen, wie ein roter Faden. Das muss alles Ja, stimmig werden. Aber ich versuche ja. dann auch alte, liebgewonnene Stücke zu integrieren. Ich habe aber natürlich auch immer einen ersten Eindruck, wenn ich irgendwo reingehe und ein erstes Gefühl für Farben oder was braucht es hier, damit es Ja. einen Energieschub geben kann. Meine Erfahrung ist, die meisten Räume sind natürlich alle zu voll. Jeder sammelt, jeder stellt rein und da ist keine Luft mehr für was Neues. Richtig, Und genau. ich bin da sehr klar und sehr rigoros und kann auch Dinge begründen, warum und wieso ich das so mache. Ja. Und das ist für alle Leute im Nachhinein nachvollziehbar. Und dann erfordert es natürlich den Mut des Eigentümers zu sagen, okay, ich setze das um.
Ja, Es ja. ist inzwischen so, dass ich wirklich die Schlüssel bekomme, die Leute fahren in Urlaub und sagen, mach. Und dann habe ich ein bestimmtes Budget zur Verfügung und das teile ich mir dann natürlich so ein, dass es ein komplett neues Wohngefühl gibt. Und die Ja. Leute kommen aus dem Urlaub und sagen, das ist ja unfassbar. Wahnsinn, hier geht der Urlaub jetzt weiter. Wir sind gerade erholt und jetzt geht es hier zu Hause für uns erholt weiter. Und Ja. Hast du trotzdem schon mal auch erlebt, dass jemand so überwältigt war, dass er sagt hat, ich schaffe das gar nicht, das ist ja so eine neue Welt für mich. Was macht man dann? Ich meine, es gibt ja vielleicht Leute, die dich zwar bewusst wählen, weil ihnen der Mut fehlt, und dann sind sie aber vielleicht auch einen Tick überfordert. Hast du das auch schon mal erlebt? ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ich würde Ah, es dir gerne okay. jetzt so sagen, aber Ja. ich glaube, es ist, wenn ich diesen Auftrag bekomme, auch ein unterbewusstes Agreement schon da, dass sich hier einiges tun wird. Weil wer die Vorher-Nachher-Bilder auf meiner Webseite sieht, natürlich sind das immer zwei Welten, ja. Und es ist immer eine große Veränderung. Ja. Aber wenn die große Veränderung im Außen passieren darf, dann passiert auch ganz viel im Innen bei den Leuten. Kann ich auch noch mal wieder so unterbewusst so einen Schub mitgeben. Das ist manchmal wirklich eine tolle Sag Erfahrung. mal, Anke, wir haben jetzt nur in Anführungsstrichen über Wohnimmobilien gesprochen. Bist du auch jemand, den man buchen kann für gewerbliche Bereiche, wo du sagst, ja? Absolut auch. Ah, Ich habe okay. also ein Steuerberaterbüro gehabt, was sehr, sehr kahl war und gar nicht gemütlich und wieder mal bestätigt hat für mich, okay, der Steuerberater, das ist eine trockene Materie. Und ich habe dann mit der erbosten Besitzerin oder der Steuerberaterin zusammengesessen und sie sagte, nein, es ist auf keinen Fall eine trockene Materie. Ich liebe meinen Job. Ja. Okay, habe ich gesagt, ich versuche mich reinzufühlen, dann lass uns das nach außen tragen. Ich habe dann einen Paragraphen aus zerschnittenen Fliesen Ja, designt, der ja. ganz groß, ich glaube in 2 mal 1 Meter auf der Wand montiert worden ist. Und für mich war das ein Zeichen, okay, der Paragraph steht für mich natürlich für Steuer und für Recht und für alles das, was mit Zahlen zu tun hat. Ja. Ich brauchte aber noch mal eine Brücke zu dem schönen Kreativen. Und dann Richtig. habe ich die Brücke geschlagen vom Paragraphen zum Paragraphen Dschungel und Ja. habe eine Wand mit einem Dschungelmotiv bemalen lassen von einer Künstlerin. Ach, schön. Okay. Und somit war diese Geschichte wieder rund. Ach, Also toll. es macht Sinn, ein bisschen über seine Wünsche und Visionen und Ziele zu sprechen mit dem Kunden. Ich versuche zu erspüren, wie tickt der und was würde der sich wünschen. Und damit versuche ich auch ein Stück weit das Kind in jedem von uns nochmal so wach zu machen und zum Strahlen zu bringen. Ja, Man und spürt das geradezu. Ich glaube, auch der Mehrwert für die Kunden des oder Klienten des absolut. Steuerberaters, der Und muss das ja erlebbar erzeugt sein. einfach dieses Wow-Gefühl. Ja, Selbst ja. Mandanten kommen rein und können sich jetzt einen Kaffee dort nehmen und setzen sich in die Wartelounge und gucken einfach nur rum, ja, und sind eben abgelenkt von dem, was sie sonst vorher alles so erlebt haben. Und das ist das, was ich bewirken möchte. Ich möchte die Leute in eine Welt reinziehen, wo sie nochmal wieder träumen können und wo. Ist diese Welt begrenzt auf den norddeutschen Raum? Nein. Also ich habe gerade eben vor unserem Interview jetzt hier ein Telefonat geführt mit einem Kunden, der hat an der Ostsee eine Ferienimmobilie. Er hat jetzt eine weitere Immobilie in Winterberg gekauft, im Sauerland. Okay. Und das ist ja ein Schnee, da gibt es ja ein Schneegebiet und eine Schanze. Und ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Wohnung einzurichten im Chalet-Stil. Also im Mountain-Style, ja, mit viel Cool, sehr Holz cool. und vielleicht Sehr Kuhglocken und Fellen und cool. das ganz cozy zu machen, ja. Oh, schön. Und das ist jetzt auch kein Problem, dass wir in den Frühling gehen, sondern du hast einfach die Fantasie, dir das jetzt nämlich alles schon Ja, also wunderschön ich habe vorstellen zu jetzt können. quasi ein halbes Jahr Zeit. Ich kann erst in die Immobilie im November rein. Das passt. Okay. Ich habe ein bisschen Vorlauf und fange aber jetzt schon an, das zu planen, weil ich ganz viel auch einkaufe, wenn ich Dinge sehe, die mich inspirieren dazu, dass sie vielleicht in die Wohnung reinpassen könnten. Dann gehe ich auf Flohmärkte, Antiquitätenläden, schaue jetzt auch nach alten Skiern, Ja, die ich an die auch Wand bringen toll. kann, also, oder einen alten Schlitten, ja, Ja, den ja. ich vielleicht irgendwo an die Wand bringe oder übers Bett hänge. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen, was so kommt. Also, liebe Anke, wenn ich das Aber. jetzt höre, dann muss ich eigentlich fast allen, die jetzt denken, ich muss diese Frau anrufen, sie muss unbedingt sich unser Haus anschauen,
da muss man denen ja fast die Daumen drücken, zu sagen, hoffentlich bekommt ihr noch einen Termin bei Anke. Ja, es braucht immer so ein bisschen Vorlauf. Ja. Und ich brauche ein absolutes Ja der Eigentümer. Ja, wir sind überzeugt, Okay. dass das was wird. Und wenn dieses Ja da ist, dann habe ich die Eintrittskarte im Grunde genommen, auch meine eigenen Visionen zu verwirklichen. Normalerweise geht man ja so vor, dass man als Interior Designer ein Moodboard erstellt. Man spricht alles mit den Eigentümern ab. Ich Ja. kann das aber nicht. Ich kann auch so nicht arbeiten, weil ich muss auch mit spontanen Ideen arbeiten können, wo ich nochmal was umstelle oder sage, ach nee, das Regal sieht doch nicht so schön aus. Ich würde da Ja. lieber ein Sideboard hinmachen. Liebe Anke, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast für Vielen diesen Dank. Deal Talk. Das war ein spannendes Thema und eine tolle Frau. Also Ich habe dich herzlichen ein bisschen Dank. angestochen, das merke ich schon. Alles Ja. Gute, liebe Anke. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.